Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge von Pokémon Silber im LBT-Style mit Kilian, aber nicht live dabei. Im letzten Part hat Kilian den Orden von Misty abgegrabbelt. Ich habe einfach mal nachgeguckt, damit ich weiß, was Sache ist. Und er meinte, wir müssen wohl nach Lavandia und ich glaube, da gehe ich jetzt mal hin, wenn ich noch weiß, wie der Weg war. Warte mal, wir radeln mal kurz von dannen. Naja, hier ist ja kein... Man muss nicht mal durchs Haus, man kann einfach so durch. Und ich glaube, wir müssen dann erstmal durch diesen blöden Tunnel. Ich habe Angst, dass ich Blitz brauche. Ich hoffe mal nicht. Weil... Ja, gehst du mal da durch. Weil Blitz ist doch... Diese diese VM-Scheiße ist doch extrem nervig. So, da wir alle schon platt haben, brauchen wir nicht mehr kämpfen. Wir können einfach durchdüsen. Düs. Und rein... Man, in den... toll. Ich hab's schon befürchtet. Mal kurz gucken. Wem benutzen wir als VM-Sklaven? Blitz. Ja, Potzblitz. Blablabla. Rukia und Jenny. Esther. Das ist irgendwie alles kacke, ne? Das ist doof. Kann ich mir was an... Na toll, man sieht nicht irgendwie, wo hier... Das war ja in, ich glaube, in Rot und Blau, dass man so leicht die Umrisse der Wände erkennen konnte. Ich meine, das war so. Den klatschen wir mal um, vielleicht kriegen wir so ein Level up. Aber ich glaube, das ist hier nicht. Also hier ist es nicht. In irgendeiner Edition war das so. Ich glaube, das war an den allerersten. Da konnte man sich so durchmogeln, einfach an den Wänden orientieren und zack, schon ist man durch gewesen. Oh. Und ja. Warte mal. Wir haben ja ein Pokémon Center hier. Mal gucken, haben wir hier zufällig einen VM-Sklaven drin? Ja. Ganz schlau. Da ist der PC. Gewohnheit von XY und Oras. Das ist... Das hat keiner gesehen. Du hast Zugriff, bla bla bla. Ach ja, hier gibt es ja keine Bewegenfunktion. Oh, wie doof. Würde ich mal sagen, lassen wir mal kurz Scarabou hier drin ablegen. Nein! Da! Boah, das alte Boxensystem ist ja voll scheiße. Pudding! Wie Senior Garadon. Fliegerass. Wer von denen könnte denn wohl... Dylan. Dylan. Woher kommt mir der Name nur so bekannt vor? Ich habe keine Ahnung. Liebe Grüße. Dylan müsste doch eigentlich... Du bleibst mal auf der VM-Kacke hier. Müsste doch eigentlich Blitz lernen können, oder? Ja! Dylan lernt Blitz. Sehr schön. Ja, was heißt schön? Blitz ist kacke. Ich hasse VMs. VMs sind die größte Scheißerfindung in Pokémon. Und sie werden es niemals rausnehmen. Vor allem sind sie so kacke, wenn man sie wenigstens einfach wieder verlernen lassen könnte. Das wäre toll. Ein gleißender Blitz erhält das Gebiet. Ah. Oh mein. Warte mal. Ich glaube, das ist immer noch meine Aufgabe, etwas Besonderes zu machen. Nee, ich wusste es. Hat der Sack noch nichts dafür gekauft? Das ist ja... Fliege mich mal kurz sonst wohin. Ach ja, wir können uns nur in die Städte fliegen, aber nicht zu einzelnen Pokécentern. Ah, das ist doch so nervig, ey. Gelobt seien die aktuellen Generationen und Editionen. Da geht das wenigstens noch. Wenigstens schon, besser gesagt. Wo ist denn der blöde Markt? Da unten ist der Markt. Wir müssen noch etwas ganz Tolles kaufen. Erstmal, halt, ich möchte was verkaufen. Ich möchte das Nugget verkaufen. Wir haben kaum Geld und ich möchte mich gut eindecken können. Da brauche ich die 5000. So, warte mal. Ich möchte was kaufen. Okay. Es gibt also nur Superschutz hier. So, das nehmen wir mal mit. Bling! Würde mal sagen, 99 reichen für das restliche Abenteuer. Werden wir garantiert nicht alles verbrauchen, aber hey.
Es geht ums Prinzip, weil... Ach, hier kann man auch durch. Wusste ich gar nicht. Weil... Wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen. Irgendwie habe ich so das... Oh, jetzt habe ich den Zerschneiderhampel weggelegt. Das ist doch... Weil irgendwie komme ich nie so wirklich weit. Ich kämpfe ein paar Mal und dann ist der Part schon voll. Nicht den Monitor, sondern den Monitor anquatschen. Warte mal. Ja, quatsch mir nicht voll. Ablegen. Ich würde mal sagen, wir legen mal kurz Spike ab. Dann nehmen wir mit Bumblebee? Cool. Jerome, Mogelbaum, Modri, Scarabu. Scarabu nehmen wir mit. So. Dann können wir auch wieder zersäbeln. Ich glaube, Scarabon. Ja, Scarabon muss es einfach sein. Weil Baum. So, mal ganz schnell da hoch. Und. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, möchte ich. Scarabu, setz den Zerschneider ein. Bams. Dass man da einfach nicht drüber steigen kann. Ich meine, das ist nur ein kleiner Busch. Pokémon-Logik. Ein großes, mächtiges Sichlor kann nicht fliegen, aber man kann auf einem Taubsi davon flattern. Geil. Einfach geil. Story of sein Life. So, dann wollen wir mal wieder mit Dylan den Blitz einsetzen. Halt. Ich kaufe die Scheiße noch nicht umsonst und dann trotzdem. Und so? Gold setzt den Superschutz ein. So, dann können wir jetzt erstmal hier nur durchradeln, damit wir schnell vorankommen. Eisen! Ja, wie gut, dass wir es nicht mitnehmen können. Scheiße. Ein Trank, ernsthaft? Ein läppischer Trank? Das hätte keine... Ach, leck mich doch. Metallmantel verstärkt, Stahlattacken tragen. Gib. Ja, komm hier. Damit wir Platz im Inventar haben. Doppelleber, Doppelexil, Top-Trank, Elixier, Beleber, Brandbeere, Feuerheiler. Ach komm, brauchen wir eh nicht. Müll. Ich bin hier der Inventarverwalter. Halt, warte. Ich war doch richtig. Der Inventarverwalter sagt, wir brauchen den ganzen Scheiß nicht. Hyperheiler, Eisbeere, Antiparabeere. Wir haben... Normale Heilmittel, das brauchen wir alles nicht. Bitterbeere, ich bitte dich. Eisbären. Wir sind wie Eisbären. Total schäbig und unschmackhaft. So. Gold findet Eisen. Ach du Scheißen. So. Ziemlich einsam hier in der Höhle. Irgendwie will mich nichts angreifen. So, hier ist nichts. Auch keine Trainer? Nur ein paar einsame Items. Da ist noch ein einsames Item. Ein Beleber kann man nie genug haben. Wobei ein Topfbeleber natürlich besser wäre. Da ist nichts versteckt. Hier haben wir noch ein Item, nämlich ein AP Plus. Sehr nice. AP Plus immer wieder gern gesehen. So. Einmal da durch. Keine Trainer? Die haben bestimmt alle Angst vor der Dunkelheit. Schutz wirkt nicht mehr. Wie schön, dass du mir das sagst und mir nicht anbietest, einen neuen Schutz zu verwenden. Auch da mögen die neuen Generationen gepriesen sein. Eisen gebe ich. Hier, warum nicht? Einfach just for fun. So. Dann können wir weiter radeln. Wir kommen auch relativ schnell hier durch, finde ich ganz gut. TM47, ich habe keine Ahnung, was du bist. Und ich werde erst gleich nachschauen, nachdem ich das hier eingesammelt habe. Nämlich einen Elixier. Oh, schön. Ein Elixier. Ah. Nice. So gefällt mir das. So muss man durch so eine Kackhöhle kommen. Schnell. Und Stahlflügel. Ich glaube, kann nur Fliegi, oder? Ja, nur Fliegi. Hat sich erledigt. Hat sich schon alles erledigt. Du willst nicht kämpfen. Okay. Warum willst du nicht kämpfen? Du auch nicht, Mann. Schweinerei.
Lassen wir uns mal schnell hier heilen, damit wir hier hinflattern können, wenn wir wieder hier wollen. So, einmal hier, Bams. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Nimm sie und behalt sie nicht. Ich danke dir. Topfit, sehr schön. Sie sind fit wie ein Topf. Glänzen aber nicht so. Okay, hier waren wir wohl auch schon mal. Wollen wir mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss zum Mr. Fuji, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, ich darf da nicht mal rein. Du darfst leider nur das Erdgeschoss erkunden. Seit der Radioturm in Johto von einer Verbrechergang besetzt wurde, mussten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Sehe ich so gefährlich aus? Ah, dann bist du Gold, der das Problem mit dem Kraftwerk gelöst hat. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist mein Lebensretter. Zum Dank gebe ich dir das hier. Zusatzset. Okay. Damit kannst du die Radioprogramme in Kanto empfangen. Oh, sehr schön, da freue ich mich. Mit dir quatsche ich nicht, du bist nur so ein Radiohampel. Kann es sein, dass sie hier den Pokémon-Turm in Radioturm... Lavandia, die liebliche lilafarbene Stadt. Die haben Kanto Radioturm-Station. Okay, die haben den Pokémon-Turm, der als Friedhof und Grabstätte gedacht ist, in einen Radioturm umgewandelt. Das ist doch, boah, Ruhestätte. Ah, okay. Hier ist die neue Ruhestätte. Ah, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Können wir einfach die Leichen hier ausbuddeln. Mr. Fuji! Fuji-Foto! Sei willkommen! Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt und Liebe aufzuziehen. Solche, die Pokémon verehren, zollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt. Bekunde bitte dein Beileid für die Seelen der dahingegangenen Pokémon. Ich bin sicher, das macht sie glücklich. Rest in Pieces. Bitches. Okay. Was haben wir hier? Waisenhaus für Pokémon von Lavandia. Eure Eltern sind alle tot! Hier wohnt Mr. Fuji, bla bla bla. Ruhestätte, ja ja ja, da war ich schon. Es gibt keine Menschen... Ja ja, kaltherzig ist immer ganz nett. So. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal. Fliegi. Zeig mal, wo ich schon überall hin kann. Kann es sein, dass ich erst da unten hin muss? Guck mal kurz. Gold, Orden. Da haben wir alles. Ah, ich darf nur die Johto-Orden sehen. Das ist ja ganz, ganz toll. Oh, wie kacke ist das denn? Guck mal kurz, ob ich da unten weiterkomme. Warte mal. Also wir waren hier. Misty hat Kilian platt gemacht. Ich glaube, wir müssen erst nach Rocco. Kann das sein? Müssen wir erst Rocco fertig machen? Ist das so? Vielleicht mal da unten hin. Wenn wir nicht nach unten durch können und somit nicht zur Zinnoberinsel kommen, muss ich erst durch den Dicta-Tunnel, um Rocco zu verprügeln. Ja, wir müssen erst Rocco verprügeln. Alles klar. Da meinte Kia wohl in der letzten Folge, dass wir erst nach Lavandia müssen mit Mr. Fuji reden. Vermute ich einfach mal. Ich weiß es nicht wirklich. Warte mal. Wir brauchen ja den scheiß Blitz nicht mehr. Dann wollen wir mal wieder in dieses ultraschnelle Mach 5 PC-Werk. Das ist bestimmt Windows 95 oder Windows 7. Ja, Windows 95. Wahrscheinlich erst Windows 91, noch der Vorvorableger. War ein kurzes Vergnügen und ciao. Dann nehmen wir mal mit unseren... Man kommt ja aber auch echt elendig durch. Spike, mitnehmen. Oh, mal kurz einen Blick auf die Uhr, alles klar. Die halbe Folge, schon fast die ganze Folge durchgedaddelt und kaum weitergekommen. Das ist doch ärgerlich. Machen wir ganz schnell hier durch. Oh. Relaxo schläft friedlich. Ah ja, deswegen müssen wir erst nach... Ich verstehe.
vorkommen. Warte mal, bevor ich was mache. Beutel. Kilian. Du hast auch noch nicht mal Bälle eingekauft. Das ist ja unverzeihlich. Kaufen. Überball. Ach, warum nicht? Wir haben doch genug Geld. Blim. So. Ich würde mal sagen, wir fangen uns jetzt ein dickes, fettes Specki. Warte mal, wen setze ich nach vorne? Ich glaube, ich lasse Rukia vorne. So, Pokécom. Der Pokécom wird in der Nähe des schlafenden Pokémon Relaxus platziert. Relaxus ist aufgewacht. Ein wildes Relaxo! Es ist männlich! Scheiße, warum bist du männlich? Verdammt! Level 50? Heiliger! Oh, das war Reflektor. Wir wollten uns nämlich physisch angreifen. Verteidigung steigt. Oh. Hätte ich mir auch sparen können. Achso, er kann ja nicht einschlafen, wenn er voll ist. Machen wir einfach mal einen Body Slam. Body Slam. Baby, don't hurt me! Walzer. Ja, gut, dass wir uns. Er holt sich mit Überreste. Ah. Mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen. Ich möchte die Überreste haben. Deswegen sollte ich es auch fangen, weil es Überreste hat. Und wir sonst keine Chance haben, meine Fresse, an Überreste ranzukommen. Attacke ging daneben. Das freut mich doch sehr. Dann würde ich mal sagen, Rasierblatt. Rasieren wir Relaxo ein bisschen den fetten Wanst. Unsere Mission des heutigen Parts. Relaxo fangen. Au. Okay. Komm noch einmal, Rasierblatt. Ich möchte die Überreste haben. Überreste. Haben wir immer ein bisschen Notproviant. Volltreffer, das war aber niedlich. Walzer. Solange die dumme Sau sich nicht erholt, ist alles in Ordnung. Reflektor verschwindet, das ist nicht gut. Rasierblatt! Sobald er daneben haut mit seinem scheiß Walzer. Volltreffer, nice. Okay, er trifft. Hui. Das waren jetzt, glaube ich, 30 Schaden. 30 Schaden. Ein Treffer sollte ich auf jeden Fall noch tanken können. Er auch, selbst mit Volltreffer. Hui! Meine Fresse! Jetzt 3 Volltreffer in Folge, das ist schon... Hui! Gewaltig. Würde ich mal sagen, schmeißen wir mal einen... Oh. Den einzigen Hyperball, den wir haben... Du bist jetzt mein Relaxo. Relaxo. Dreimal wackeln und toll, Relaxo wurde gefangen. Ich meine natürlich, die Überreste wurden gefangen. Für Relaxo wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Da freue ich mich aber. Relaxo, der Tagträumer. Größe 2,1 Meter. Gewicht 460 Gramm. Seine Magensäfte können jedes Gift zersetzen. Es kann, also ich muss so, sich sogar nur von Erdreich ernähren. Okay, aber es bevorzugt Früchte und alle möglichen Leckereien. Möchtest du Relaxo einen Spitznamen geben? Relaxo? Ich könnte es jetzt Anton nennen, aber es wäre gemein. Ich nenne dich einfach Überreste. Überreste. Überreste wurde auf Bilds PC übertragen. Das freut mich. So. Sind wir hier durch? Einige Diktas sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Ich habe mich erschreckt. Ja, bei den Kartoffelgesichtern kein Wunder. Komm, wir ballern hier einfach mal ganz schnell durch. Yeah, ohne Schutz. Uns greift nichts an. Wir sind voll geschützt. Uns greift tatsächlich nichts an. Alter.
Warum greift mich niemand an? Carbon! Was für ein Hohn! Ist echt ein Hohn, dass uns jemand angreift, also... Hey, gemein. Hey, Moppel, hau nicht ab! Hi, ich bin froh, dich zu sehen. Mich hat schon lange Zeit niemand mehr besucht, weil ich am Arsch der Welt wohne. Ich bin überglücklich. Das hier ist für dich. Oh, ein Nugget. Danke für... Das ist ein Nugget-Riegel. Ich kann dir keine weisen Ratschläge mitgeben. Das hier muss ausreichen. Ah, kein Ding. Ich mag Nugget-Riegel. Nugget ist sehr, sehr lecker. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Skarabu möchte den Zerschneider einsetzen und benutzt den Zerschneider. Wie ein Profi. Mal hier, Hübbel, Hübbel. Hallo. Bist du Gold? Ich bin der Assistent von Prof. Eich. Von Prof. Eich. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Mhm. Prof. Eichs Labor ist gleich hier in Alabastia. In Alabasta, die Wüstenstadt. Nein. Mach Sachen. Ein Elixier. Das gehört jetzt mir. Ja, ich möchte den Zerschneider einsetzen. Mach ihn und setze den Zerschneider ein. Dankeschön. Wir möchten nämlich nach Prof. Eich. Hallo, lass mich mal. Wir radeln jetzt nämlich ganz schnell zu Prof. Eich durch, damit Kilian dann mit der, ich sag mal, Kanto-Saga weitermachen kann. Nein, dreh dich auch nicht um! Ah! Wenn sich zwei Trainer begegnen, beendet einer den Part. Ich würde mal sagen, das darf jetzt Kilian machen. Part ist voll und wir sehen uns in der übernächsten Folge wieder. Das war's für heute. Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Wir sehen uns in der übernächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge darf Kilian gegen diesen Trainer hier verkümmeln. Denn wir werden absolut keine Chance haben. Und das möchte ich nicht selber miterleben. Das ist so.